Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist diesmal kein Prüfungsvlog. Ich habe zwar noch eine Prüfung vor mir und zwar am Donnerstag und danach fahre ich aber über Ostern nach Hause. Deshalb werde ich das nicht mehr mit vloggen, zumal ich dafür jetzt auch nicht lerne. Das ist eine Open-Book-Klausur. Ich gucke mir alles vor der Prüfung an, weil die erst 16 Uhr ist. Das heißt, ich habe den ganzen Donnerstag schon mal dafür eingeplant und jetzt habe ich eben die nächsten 3 Tage Zeit für so ein paar andere Projekte und habe mir dafür auch schon eine To-Do-List geschrieben. Und zwar einmal zwecks dem Abitur möchte ich gerne meine ganzen Unterlagen fertig einscannen, hochladen und bearbeiten, damit ich euch die zur Verfügung stellen kann für die Leute, die das brauchen. Dann muss ich unbedingt ein Modul fertig machen, was ich jetzt die ganze Zeit für mich immer weiter nach hinten geschoben habe, und zwar Einführung in die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Da fehlen mir nämlich noch ein paar Aufgaben und die muss ich bis zum 31., also bis Mittwoch, definitiv noch erledigt haben. Ansonsten möchte ich mich schon mal so ein bisschen um Ostergeschenke kümmern und ich möchte da gerne was backen. Dafür gehe ich unter anderem dafür gehe ich dann nachher auch einkaufen, aber ich muss auch wieder den Wocheneinkauf erledigen. Und ein ganz, ganz großes Projekt, was ich mir für diese Woche noch vorgenommen habe, ist einmal an meinem Kurzfilm weiterdrehen. Und zweites ganz großes Vorhaben ist, dass ich mal meinen Laptop und mein Handy ausmiste. Datenmüll einfach alles weg, irgendwelche Bilder ausmisten, Dokumente ausmisten. Ich komme gerade gar nicht klar. Wie schön ist bitte das Wetter? Oh mein Gott, es ist voll warm und sonnig. Ach, wie schön. Ich glaube, da muss ich nachher noch mal ein bisschen länger rausgehen. Ich gehe jetzt erstmal nur fix einkaufen. Don't paint me thankless, just have to say this. No, you doubt it, the way you move. Lost in your fragrance, still makes me anxious. It doesn't feel right not knowing you. You never show me, you tell me the way that you're feeling. Feeling, oh. Ich bin vom Einkaufen zurück und zeige euch einfach mal fix, wie so ein typischer Wocheneinkauf bei mir aussieht. Meistens hole ich irgendeine Art von Milch, die pflanzlich ist. Diesmal ist es eine Kokosmilch, weil ich damit Smoothies machen möchte. Dann immer Obst und Gemüse, frisch, dann meistens Mais in Konserven. Hier habe ich jetzt noch Thunfisch für den Vorrat, ein bisschen Brot. Dann das hier kommt natürlich nicht jede Woche mit. Ich habe mir so eine Reibe geholt und einen Schneebesen. Dann habe ich hier Brotaufstriche, die finde ich unfassbar lecker, die waren im Angebot, deshalb habe ich mir jetzt ein paar mehr mitgenommen. Dann außerdem, was nie bei mir fehlen darf, sind gefrorene Früchte, vor allem Mango. Mango ist das Geilste. Dann habe ich mir einen Kräuterquark geholt, weil ich Kartoffeln mit Quark essen möchte, einen neuen Vorrat für Risotto-Reis und ein paar Backsachen. Alles in allem also eigentlich immer ein ziemlich ausgewogener Einkauf. Ich koche ja auch sehr viel gesund. Und ja, ich habe mir jetzt endlich diese Woche mal wieder Brot geholt. Ich habe jetzt sehr, sehr lange kein Brot gegessen. Und zwar hole ich mir das von Harry sehr, sehr gerne, weil das ist sehr, 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 sehr fluffig weich. Und wie gesagt, ich esse nicht jede Woche Brot. Manchmal koche ich auch zweimal am Tag, aber diese Woche habe ich eher wieder ein bisschen Lust auf ein schönes Brot mit Frischkäse oder mit einem Aufstrich zwischendurch. Ich bin gerade einfach schon seit fast einer Stunde in meinem Auto und sitze hier einfach nur, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich bin erst eine Runde noch ziemlich lange Auto gefahren, nachdem ich gegessen habe. Ich wollte eigentlich mir irgend so einen coolen Platz suchen in der Nähe, wo ich mich irgendwie hinhocken kann, aber ich weiß einfach nicht, wo hier so gute Plätze dafür sind. Ich habe einfach auch keinen gesehen. Ich glaube, ich bin eine halbe, dreiviertel Stunde Auto gefahren. Jetzt sitze ich halt seit einer Stunde auf dem Parkplatz. Ich finde es halt irgendwie belastend, so, weil keiner hat Zeit. Es ist voll schönes Wetter. Ich habe eigentlich Semesterferien. Ich habe nur noch eine Prüfung. Danach habe ich einfach wochenlang frei. Und ich frage mich jetzt schon, wie soll ich das überleben? Weil ich einfach nicht weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Und so geht mir das halt schon seit Wochen, dass ich ganz oft einfach denke, Alter, was mache ich eigentlich hier? Warum existiere ich gerade eigentlich? Und das finde ich halt extrem deprimierend, weil man halt irgendwie keinen Sinn hat. Also ich weiß nicht. Ich könnte auch einfach sagen, yo, Online-Prüfung, Open Book ist doch eh keine richtige Prüfung. Lass ich sausen. Ich kann ja einfach alles hinschmeißen. Also ich weiß einfach nicht, warum ich mir überhaupt noch die Mühe mache, irgendwas zu machen. Warum ich überhaupt noch sitze und es versuche. Ich trinke am Ende halt einfach nichts. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach noch ein Eis. Aber ja, das war es dann auch schon wieder, ne? Ach ja, wir haben den Tag alle überstanden. Ich habe mir vorhin noch Eis geholt und bin dann jetzt seit ungefähr einer Stunde, also seit ungefähr
um 6 oder ich glaube sogar 5:30 schon wieder hier in der Wohnung. Jetzt haben wir es aktuell eben um 7 und ich finde es so schön, dass es noch hell ist. Wenn ich einfach kein Licht mehr brauche um so eine Uhrzeit, das ist so, so schön. Ich hasse nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich hasse künstliches Licht wie die Pest. Ich sitze jetzt gerade am Schreibtisch und schneide die Podcast-Folge, die heute Mitternacht online geht. Und außerdem scanne ich nebenbei, das ist vielleicht für euch mal ganz interessant, meine Abiturlernzettel ein. Gerade bin ich bei Biologie, die für Deutsch habe ich Gott sei Dank schon alle durch. Das war auch wahrscheinlich das Anstrengendste. Und danach kommt noch Geschichte. Fearing, oh, that's just how it goes. Maybe there's parts of you that I'll never know. Oha, Leute, das war jetzt wirklich ein Krampf. Ich habe jetzt super lange noch an einem neuen Podcast-Anbieter gefeilt, dass wir unsere ganzen Folgen auf einen neuen Anbieter übertragen, weil wir halt was gefunden haben, was uns besser gefällt. Ich habe auch schon die meisten meiner Lernzettel eingescannt. Mir fehlen jetzt nur noch die hier, also ein A4-Blatt und zwei Karteikarten. Danach bin ich komplett fertig mit einem Lernzettel und kann mich dann morgen auf jeden Fall besser dran setzen. Außerdem habe ich mir hier gerade einen Salat vorbereitet. Der reicht vermutlich für die weiteren, für die nächsten Tage. Und zwar ist der mit Couscous, Schafskäse, Tomaten, Gurke und Mais. Und ich bin sehr, sehr doll gespannt, den jetzt endlich gleich zu kosten. Ich mache mir gleich Grey's Anatomy an und lasse den Abend ganz entspannt ausklingen. Und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Ja, es ist mittlerweile 9:30 und ich habe irgendwie schon richtig gut in den Tag gestartet. Mir geht's wirklich fantastisch, sage ich euch. Ich habe dann jetzt ungefähr eine Stunde lang schon Abiturunterlagen für euch bearbeitet. Ich bin aber lange noch nicht fertig, aber ich muss sagen, das sieht extrem gut aus. Und ich habe auch nur aufgehört, weil der Handy-Akku alle ist. Aber um euch das mal zu zeigen, wie viele Dateien das sind, davon ist die Hälfte jetzt ungefähr schon zugeschnitten oder eigentlich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Und guck mal, dass ich den Vormittag jetzt relativ produktiv verbringe, weil das sein kann, dass ich nachmittags mit meinem besten Freund mal ein bisschen wohin fahre und wir mal ein Eis essen oder so. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, was ich basteltechnisch für Ostern mal wieder Schönes vorhabe. Ich habe noch diese coolen Papiertüten übrig. Ich werde Muffins backen und da kommen dann zwei Muffins in diese Tüte übereinander. Die werden jetzt aber noch schön gestaltet. Ich habe mir hier eine Pinterest-Idee ausgesucht. Ich bin gespannt, ob es klappt und zeige euch dann das Endergebnis. Get impatient, this constant waiting. Just wanna be the one that you come to. We act like we're ageless. I don't wanna waste this time with you. That's just how it goes. Maybe there's parts of you that I'll never know. Persönlichen Gründen leider abgesagt. Es ist schon 2:30 und ich habe jetzt einmal mal spontan den Philipp gefragt, ob wir zusammen ein bisschen spazieren gehen wollen und ein Eis essen oder so. Und deshalb treffen wir uns jetzt gleich und ich freue mich, dass wenigstens irgendjemand jetzt noch Zeit hat, weil ich habe halt auch nicht so viele Bezugspersonen hier in Ilmenau, wie das eben bei meinen Eltern zu Hause der Fall ist und deshalb habe ich immer irgendwie das Problem, wenn dann mal wirklich schönes Wetter ist, jemanden zu finden, der dann auch wirklich Zeit hat. That I'll never know.
Ich habe jetzt einfach 260 Seiten komplett weggesuchtet in diesem Buch hier. Deshalb gibt es ein kurzes Leseupdate. Ich lese gerade Fly and Forget von Nena Trambuntani. Und die Rezension dazu kommt auch definitiv nächste Woche Donnerstag online, weil mir jetzt nämlich nur noch um die 100 Seiten fehlen. Ach ja, es ist richtig schön. Es geht hier um ein Mädchen, das von ihrem Freund verlassen wird und jetzt ganz spontan in eine WG einzieht. Allerdings ist ihr miesepetriger Mitbewohner ihr bester damaliger Freund aus Schulzeiten. Und zwischen den beiden ist aber eine ganze Menge passiert und jetzt treffen sie eben aufeinander und es ist total schön. Man fliegt wirklich nur so durch die Seiten und ich kann auch einfach gar nicht mehr aufhören, das Buch wegzulegen. Also 260 Seiten am Stück ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Vor allem richtig schön geschrieben und irgendwie auch ja sehr sympathisch und witzig und einfach super gut für so zwischendurch. Es ist jetzt nicht wirklich eine extrem spannende oder extravagante Handlung, bei der man viel mitdenken muss. Also einfach wirklich perfekt für so einen schönen warmen Tag, an dem man einfach nur ein bisschen lesen möchte. These skies of different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. Ich sortiere gerade Bilder auf meinem Laptop aus und ihr habt ja gerade gesehen, ich habe gerade aus einem Ordner 17.000 Dateien gleichzeitig gelöscht. Das war aber nicht der erste Ordner, den ich ja bearbeitet habe. Also ich habe jetzt im Endeffekt hier trotzdem unendlich viele Dateien. Ich habe keine Ahnung, wie viele das sind, aber es sind definitiv mehrere 10.000, die ich irgendwie ordnen muss. Ach du Scheiße, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich das anstellen soll. Also wirklich überhaupt nicht. Das erscheint mir absolut utopisch. Hallo. Wir laufen jetzt zur Talsperre Heida, wie auch immer es ausgesprochen wird. Und ich bin so froh, dass mein Markus mal wieder bei mir ist. Ja, Ewigkeit nicht. Ja, richtig. Und jetzt beginnen wir die richtig coolen Sommervlogs, wo wir nur Scheiße drin bauen. Vor allem haben wir voll weit weggeparkt, ne? Und jetzt kommen ja noch so viele freie Parkplätze. It won't break, I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard.